So, und herzlich willkommen zum zweiten Part des Let's Plays von Army of Two, the 30th Day. Ich finde die Aussprache ein bisschen komisch, so 30th. Echt jetzt? Was Echt denn? jetzt, Bimon? Ach so, Du Entschuldigung. wolltest gerade ernsthaft mit mir Schere, Stein, Papier spielen. Guck dir mal meine geile Waffe an, hä? Meine goldene, hä? Digga, ich habe eine Zebra-Pumpgun. Komm mir nicht mehr. Willst du mich verarschen? Akku. Was Ja, für eine gewonnen. Feuerkraft haben! Ich sag's mal so, ne? Wir machen das jetzt folgendermaßen. Hör doch auf! Das war's. Ich will doch nur meine Waffe wechseln! Die Tür geht durch den Boden, mal gesehen. Ah, Ja. ne, stimmt gar nicht. Dann, dann, dann. Dann, 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 dann. Wie haben Wie die die dich jetzt umgezogen. überhaupt dahin gebracht, Alter? Als ob dir irgendwas von denen tragen kann. So. Guck mal hin. Guck mal hin, Was wollen Alter. denn noch mehr Söldner? Guck Himmel, dir das an. die Das ist die Zebragun des Todes. Qual. Die Zebra Gun, yeah. So. Mach die Kiste auf. Wieso nimmst du die nie als Geisel? Ich weiß, wie das geht. Das haben sie vorhin erklärt und du weißt es nicht. Ich hab da nicht aufgepasst. Muss ich sagen, komm, lass durchrushen. Sind eh alle tot. Wuhu, ich bin tot. Ich stehe aus dem Fenster. Nee, warte, wo geht's denn hier lang? Ach, guck mal, die sind ja wirklich alle tot. Oh, Rechts es rum. gibt. Ja. Hinsetzen sie jetzt und ich schieße mir in den Kopf. Wie uncool. Komm, 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 los, los, los. Oh, was, was? Wer lebt da? Mann! Du musst ihn mal töten, ne? Nicht bloß liegen lassen. Was? Oh, ich verreck hier noch. Achtung! Kein Wunder, wurden die Dinger aus Deutschland verbannt. Da sind gerade Köpfe geplatzt. Guck dir das mal an. Weißt du, wie ein Unterkiefer ausschaut? Alter. Keiner hier hat einen Kopf, Mann. Nur weil ich nur so eine gute Zebra-Shotgun habe. So. Hier runter, ne? Dededen. Wir nehmen einfach den Feuerwehrschlauch und spritzen sie alle nass. Wett-T-Shirt-Terroristen. Oh Gott. Pumbe, Pumbebusch! Alter, guck einfach. Meine Zebragun des Todes. Was hat die. Was habe ich hier eigentlich für einen Aufsatz gegeben? Ich weiß es nicht mehr. Ach, warte mal. Warte mal! Alles klar. Dann klicken wir mal A. Ich schieße mir in den Kopf. Hast du's? Bald? Warte, warte, bis die hinkommen. Hinknien. Warte, bis sie bei den Kabeln sind, da wo die Kabel anfangen. Und dann erschießen wir sie. Du nimmst den direkt vor dir und ich nehme den direkt von mir. Was machst du? Was Ich machst hab du? gar nichts gemacht jetzt. Was ist dein Problem? Ich hab gar nichts gemacht. Mimimi. Wieso haben die dann geschossen plötzlich? War ihnen langweilig? Schießt du immer noch auf die Leichen? Na, der war nicht tot. Deiner war nicht tot, mein Bruder. Wolkenkratzer abkratzen? Ja, wir haben uns lieb. So. Boah, was geht denn hier? September. Spring aus dem Fenster. 11. September. Alles klar, Leute. Let's rush this shit. Achtung, da hinten. Der lebt noch nicht mehr.
Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Ja, jetzt no. nicht mehr. Ich hab gerade nicht gerafft, in welche Richtung. No. Tot, tot. Voll behindert, ich muss mal nachgucken, ob die wirklich tot sind. What the fuck, Alter? Was, wo? Es ist mir gerade ein wenig zu viel. Oh, ich bist ja. Rechts. Rechts? Wow! Deswegen ja. Der oben lebt noch. Die da oben. Da sind ja noch einige. Sag mal, wo sollen wir jetzt eigentlich runter oder hoch? Das GPS sagt runter. Dann geh. Komm mit. Ich bin immer unter dir, Bro. Und Bra. Ich bin immer unter dir, Bra. Tot? Spätestens jetzt. Ah, warte, bei dem Kollegen liegt noch Geld. Oder ist doch Geld. Das ist ganz schön Geld, geil, jetzt mal ganz ehrlich. $60! Ich muss da eh spielen, ne? Ich bin mir sicher, die Charaktere hier zocken immer PS3. Mhm. Guck mal, du hast deine G36 vor kurz gemacht und so, und ich habe meine ewig lang gemacht. Mit Bajonett und Shotgun drunter und... Mach ich das Ding runter wegen dir, Fettsack? Halt's Maul! Ich kann nichts davor, wenn ich ein bisschen schwerer bin als du. Das sind meine Knochen. Richtig. Alles Muskeln und Samenstränge. Warte. GPS zeigt kein Ziel. Ah doch, jetzt. Die Tür rein. Warte, lass mir erstmal alles nachladen. So. Ah, ich habe eine Granate in der Hand. Wie kann ich das abbrechen? So, gut. Okay. Warte. Wie war das? Bei Y. Ich hab dir, glaube ich, gerade ins Gesicht geschossen. Shit. Toll. Oh, das, weißt du, schön hast du es gemacht. Super. Zu was bist du überhaupt zu gebrauchen? Ah, ja. Weißt du, beim letzten Let's Play gab's einen Rage-Count. Ich denke, wir sollten hier einen Rassismus-Count einbauen. Los, hau rein. Warte. Headshot und sein Kopf ist doch geplatzt, Mann! Wie oft muss man dem eigentlich in den Kopf schießen? 3 Schüsse, ohne Mist. Guck mal, und da hinten liegt sein blutverschmierter Helm. Hui! Hä? Lol. Ach, schade, ich wollte jetzt damit ein bisschen beispielen. Ja, wir können ja mit seinem Kopf beispielen. Siehst du das Blut aus dem Kopf sprudeln? Warte, guck auf seinen Kopf. Siehst du ihn? Schon längst weiter. Ne, komm zurück. Ich komm nicht da hoch, du musst runter. Komm zurück! Komm jetzt her. Bist du Spaß auch. Warte, schieß noch der Zivilist in den Kopf weg. Ach, geht ja gar nicht mehr. Ist ja schon tot. Ui. Wenn du jetzt wieder so eine Scheiße baust, ja? Von wegen hier einfach losschießen. Ach, das ist ein Fragezeichen, ja? Dann ist es scheißegal. Oder? Warte, wir sollten uns absprechen. Aha. Wir sollten uns absprechen. Okay? Hast du sie alle markiert?
So. Dann würde ich mal sagen, machen wir das jetzt folgendermaßen. Warte, habe ich mein G36 überhaupt in der Hand? Ja. Ja, was machst du? Du schießt einfach los. Ja, weil die eine Geißel schon runtergeschubst haben, du Pfeife. Ja, das ist doch kein Grund. Die Geißel ist hart im Nehmen, du. Siehst du? Die halten was aus. Du bist so ein Arschloch. Ja, Moral, Apostel, Minus. Minus! Das ist ja auch totaler Trend mittlerweile. Minus! Minus Kinder! Minus Mensch! Hey, warte, hier steht das von Räuberleiter, komm her! Hab! Fetter Sack! Ach, ich bin das! Oh, hoppa, da bist du runtergefallen. Als Maul. Wo sind die Gegners? Hey, jetzt mal ernsthaft, wo sind die Gegners? Hä? Hey, jetzt mal ohne Mist, wo sind die Gegner? Ach, da oben! Guck mal, ich laufe hier ganz gemütlich, sammle 40 Kilo Munition ein. Kommst du klar da so? Ich komme immer klar. Alles klar, wenn du klarkommst, dann ist das klar, wer klarkommt. Wer braucht Hilfe? Du brauchst Hilfe, oder wer? Das hat dir gerade gesagt, ich brauche Hilfe, Kumpel. Wie jetzt? Bin ich jetzt nur hier runtergelaufen, um zu wissen, dass ich gerade wieder hochlaufen kann? Das ist jetzt ein Witz, oder? Ich will jetzt drüber, bitte. Oder du musst bei dir halt runter, oder so. Ui, ja, ein bisschen zu viel aufs Maul bekommen. Achtung! Ah, ne, das bist du. Also bei mir ist eigentlich alles relativ easy hier. Wir sind nur, wie es bei dir so ist. Bei mir kommt eigentlich niemand. Außer die ein, zwei da drüben, aber die laufen eh zu dir hoch. Gerade wurde ich angegriffen, aber den haben wir gleich niedergeschossen. Die mit dem Helm sind gar nicht so hart. Also nicht so viel härter, wie die normalen findet. Da ist halt auch ein paar Schuss drauf und gut ist. No? Muss halt bloß mehr treffen. Ach, jetzt kommen sie bei mir. Hab ihn. Und jetzt? Hier ist einer mit Schild. Ja, haben wir eine Granate hin. Oder auch nicht. Ah, der lebt. Dafür verschwenden wir doch keine Granaten, oder? Na komm. Ja, ich raff nicht. Ach, da guck mal, da sollen wir irgendwie lang, kann das sein? Da ist so ein schöner Eingang, aber ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Also, ach, warte ich hier? Nee, da geht's auch nicht rum. Hä? Ja, hast du das gemacht? Ja. Oh, ich bin so geil auf dich. Das ist nichts Neues, das ist ja. Geht's hier dann? Nee, doch, ja, Räuberleiter. Oder? Hä? Hier war gerade so ein A für Räuberleiter. Jetzt, hier, na, ah, fuck, wo ist es? Oh, ich hasse es, wenn man. Kommst du? Ich bin unterwegs, Mann. Ich bin dick, ich bin schon schnellste. Ich hieb dich hoch! Ich hieb dich da hoch! Fettsack. Halt's Maul. Na komm, hopp. Du Muschi. Du großer Wildjäger. Kriegst du das überhaupt mit? Na klar. Oh! Ich hatte nur meine Pistole ausgerüstet. Daran lag's. Achtung, Achtung. Sind wir direkt unter
Ich habe ihm in die Klöten geschossen, ich bin der Coolste. Und sein Kopf ist zermatscht, oder? Ist sein Kopf zermatscht? Sein Kopf ist zermatscht. Alles kannst mit der kleinen Armee aufnehmen. Hörst du mich alles? Wir sind in der Nähe. Ach, ich habe Ardis verstanden. Das wäre natürlich lustig. Ardis kannst du mit der ganzen Armee aufnehmen. Schön nachladen erstmal. Bingo. Lass uns aufstocken. Wir brauchen so viel Feuerkraft, wie wir tragen können. Hab ich nichts dagegen. Darf ich fragen, was ihr da macht? Bleib locker. Wir sind auf deiner Seite. Zurücklegen oder ich schieße. Komm schon, Mann. Jetzt stell dich doch bloß nicht so an. Wem tun denn schon ein paar fehlende Kugeln zurück. Weh? Ich sag's nicht nochmal. Ich weiß, du machst nur deinen Job. Deshalb werde ich meinen Partner bitten, dich nicht zu töten. Nimm das aus meinem Gesicht. LOL! LOL! Ist das geil! Ist es so schwer für dich, jemanden mal nicht umzubringen? Fuck, Alter. Schwerer als ich dachte. Shit. Das gefällt mir nicht, Salem. Erstmal ein Waffending machen, oder? Fast jeder in diesem Gebäude ist tot. Hier kämpft jeder allein. Kann man machen. Diese Einstellung wird uns den Kopf kosten. Das war eine sehr interessante Geschichte, dieser Herr, der sich aus Versehen selbst umgebracht hat. Ah, guck mal, hier lang 15.000 drum. Siehst du? Und du willst nicht sparen. Ja. Aber sagen jetzt natürlich nicht, auf was wir sparen. Ich spann auf einen. Da hinten. Oh, du machst das schön. Little Rambo hier. LOL! Der hat als Schild einfach ein Gesicht von einem Schwarzen da, Mann. Wie macht man eigentlich einen Nahkampfangriff? Hingehen und drücken. Also und schießen drücken. Ah, okay. Achtung, da hinten. Los, 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 los. Wir machen immer so, einer schießt, der nächste geht in die nächste Deckung, okay? Oh fuck, hier liegt eine Granate. Mhm. Das hat der Typ wohl gemerkt. Ui. Viel zu offenes Gelände. Erinnert mich übrigens ein wenig an Spec Ops The Line, auch wenn Spec Ops The Line natürlich viel später rauskam erst. Aber so vom Setting her scheint sich das da einiges genommen zu haben. Obwohl ich glaube, bei Third Person Shooter musst du ja eigentlich so ein Setting nehmen. Ja, aber ich find's irgendwie richtig geil, also... Diese gewissen offenen Bereiche, wo du halt viel Deckung nimmst. Wo geht's eigentlich lang? GPS sagt gar nichts. Doch, da hinten lang. Da, genau. Die Treppe hoch. Hast du was von Alice gehört? Kein Wort. So. Da vorne werden jetzt kommen, ne? Hä, was, wo? Hä, wo? Kriegt nur Schüsse ab, von wo denn? Ach, von da. Gibst du den da vorne und ich renn vor, okay? Einfach draufhalten, dass die Agro schön bei dir bleibt. Komm auf, okay, ne? Ja, ich merk's auch. Hä? Warte mal, wo geht's lang? Hier lang, komm. Da lang. Hier müssen wir wieder ein Tor hochheben.